herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Classic-Projekt auf der Provos Map mit der Tiger Farm, dem Tiger Farm. Ey, ich bin mal gespannt, wann ich das lerne. Hallo. So, letztes Mal haben wir gesagt, wir wollen uns einen neuen Trecker kaufen. Und zwar den IMT in der Version 5210 mit 210 PS. Design mit Front Attacher und Reifenvariante. Machen wir Standard. Oder? Was können wir hier noch machen? Oh, da können wir ein Monster draus machen mit Zwillingsbereifung vorne und hinten. Nee, ja, aber das ist nicht sehr praktisch. Den kann man ja noch umkonfigurieren. Genau, wir nehmen ihn standardmäßig mit 41.500 Euro. Oh, leck. Ja. Ah. Was haben wir gesagt, was wir noch brauchen? Kalker. Ja. Ja. Ah, ich wollte noch das zweite Mähwerk kaufen. Wir haben irgendwann, ich weiß gar nicht mehr wann, haben wir noch ein zweites Mähwerk mit reingenommen. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht. Dann würde ich das gleich kaufen, wenn wir hier schon unterwegs sind. Wir haben das Kuhn RM320. Was gibt's denn da jetzt noch? Wir haben hier noch so ein Side-Mähwerk. Ach, das ja. Die Sigma Prairia 1600. Ja. Die kaufe ich noch. Die kostet nur 1000 Öcken. Ist ja gechillt. So, gut. Das soll es aber heute für Shopping gewesen sein. So. Ja. Hier steht das gute Stück. Oh, Mercedes-Motor drin. Interessant. Interessant, interessant. Ja. Der hört sich auch super an. Darf ich auch mal hören? Du musst halt herkommen. Warum kann ich den nicht anhängen? Kann ich die... Ah, hier jetzt. Ah. Schau mal. Oh ja, der hört sich gut an. Der rasselt es so schön, wie die alten Massa-Ferguson. Ja. Uiuiui, der geht aber. Ey, der fährt auch 43, voll cool. Guter Tausch. Ja. Sind wir nicht mehr so langsam unterwegs. Ja. Leute, geht mal weg hier. Weg da, der IMT kommt. Okay, aber die Hupe ist wie immer ein bisschen lasch. Ja, wie immer. So. Ich bring mal kurz das Mähwerk erst heim und dann... Passt. Ja. Das ist nämlich cool, das Mähwerk kann man jetzt hinten dran machen und das Kuhn vorne und dann hat man doppelte Arbeitsbreite. Hattest du die Zapfwelle angeschlossen? Ja. Ach, deshalb konnte ich wieder nicht anhängen. Was muss ich drücken? Kugel. Achso, jetzt habe ich die Zapfwelle angeschlossen. Hä? Nee. Boah, bin fast durch den Bach gefahren. Weil es so geleckt hat. Okay. Guck mal, dass das jetzt passt. Die Zapfwelle steht irgendwie so weit weg. Naja. Dann, wie weit bist du mit Ansehen? Ja.
Nicht über die Hälfte. Oh, noch nicht die Hälfte. Okay. Vielleicht, keine Ahnung. Alter, diese Fußgänger. Konzert hier. Hey! Was ist nicht wirklich mein niegelnagelneuen IMT hier gerammt? Sie wollen mein Port weghaben, ja? Ja, stimmt. Der IMT sieht aber nicht modern aus. Ist ja schön. Vor allem das Kennzeichen ist gut. Stehen nur A's drauf. Yep. Ich würde dir auch den IMT für den für deinen Ford geben. Hm. Bin ich ja nicht so überzeugt. Dann hole ich noch so einen, würde ich so einen Fortschritt oder so nehmen. Ich glaube, hier muss man zweimal drüber fahren, dann ist das Feld gedüngt. Ja. Nee, dreimal. Also einmal drumherum fahren und einmal so quer. So ungefähr. Du kannst dann direkt hier weiter ansehen, denke ich. Yay, wenn ich dann hier erstmal fertig wäre. Du wolltest nicht ernten, von dem her. Ja, das sehen macht ja auch Spaß. Alter, der Rauch hier, der ist so blau. Ja. Aber nur unter Volllast, wenn er richtig Gas gibt. Jetzt wird er wieder blau. Mein Traktor ist ganz schön beschädigt. Ja? 22%. Ach komm, bis 40 geht. Ist zumindest das, wo ich bisher gemerkt habe, wo du wirklich Einbußen hast. Also wo du merkst, die Geschwindigkeit wird langsamer. Okay. Eine offizielle Studie von Baruna LP. Ja, so ungefähr. Kann ich hier jetzt nicht. Ah, Zapfwelle weg. Und abhängen. Es bringt mich manchmal noch ein bisschen raus, dieses Manual Attaching. Aber es ist cool hier drauf zu haben. Sonst wäre es doch ein bisschen zu einfach. Sonst wäre es ja irgendwie nicht so klassik. Ja. So ein bisschen Retro. Retro-Klassik. Gut. Anhänger nach Hause. Wie viel ist jetzt in einem Anhänger? 3451. Oh. Das können wir auch behalten. Ja, zumindest erstmal. Oder was sagt denn der Preis? Weiß ich nicht. Oh, der steigt. Echt? 3683. Oh. Also steigen, dann behalten wir es erstmal. Ja, dann behalten wir es. Wenn es dann bei 3000 ist oder so, dann ist es. Ja, vielleicht geht es sogar 3,5 oder sowas. Ja, hoffentlich. Also Provence ist echt schon schön gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ach nee, jetzt bin ich hier mit dem Drehschemel vorwärts in die Garage reingefahren. Aber Skill ist da. Gerade mal überlegen, ob ich noch ein bisschen Silage dann gerade in den Anhänger mache.
Der kann man hier auch abladen. Ah ja. Ich glaube, jetzt habe ich so die Hälfte geschafft. Oder über die Hälfte. Okay. Ja, ich gehe gerade mal noch ein bisschen Silage für die Kühe holen. Ja. Und wir haben noch den John Deere mit Frontlader. Wie viel ist in dem Silo drin? Ich schau gleich mal. Okay. Ja, mal interessant zu wissen. Also ich glaube 5000 oder so habe ich ja bisher schon raus. Wobei schon relativ ist. Vielleicht bin ich schon bei 24% beim Traktor. 77.777 sind noch drin. Krass. Ah. Dass es so eine Menge ist. So, Hühnchen, wie geht's euch? Gut. Hast du Hähne gekauft? Ach, ich habe Hähne gekauft, verdammt. Stimmt. 10 Hähne. Na. Ah. Das war intelligent. Da kann ich nur Kopf schütteln. Ja, eigentlich. Ich habe nur drauf geguckt, dass ich von jedem 10 nehme. Hab nicht geschaut, was es ist. So, den Johnny hier, den werden wir ein bisschen noch umkonfigurieren. Der gefällt mir ehrlich gesagt nicht mit der Doppelbereifung. Ach, du hast deine Ballengabel hier so ins Regal gelegt. Dann muss ich meine auch reinlegen. Ja. Bisschen Ordnung muss ja sein. Komme ich da überhaupt hoch? Oh ja. Kannst du einfach unten daneben legen. Nicht. Mit den breiten Reifen wird es nichts. Ja, dann nicht. Und wie weit bist du mit Anseln? Ja, gut. Der passt kaum hier runter. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, wie weit ich bin. Du kannst ja einfach mal rein switchen. Nö, keine Lust. Ach, dann nicht. Hey. Aber interessant wie bei dem John Deere. Man sieht richtig, wie das Differential arbeitet. So. Wenn man hier losfährt, die Räder beschleunigen unterschiedlich oder stoppen unterschiedlich. Ja. Differential heißt ja, dass zum Beispiel, ja, nicht verkaufen, konfigurieren. Standard. Oh, kann man die Welle da nicht wegmachen? Welche Welle? Ah, bei der Achse. Geht wohl nicht. Da steht an der Seite steht die Achswelle steht raus. Dass ach so, man einfach ja. So noch ein Rad dran machen kann. Ups. Ups. Entschuldigung. Und wir haben, glaube ich, eigentlich den zu kleinen Frontlader gekauft. Ich glaube, da gehört eigentlich das 60er dran. So, so sieht er schon ein bisschen schöner aus. Ach so, stimmt. Das hatte ich letztes Mal auch schon falsch. Ich muss den mal gerade hier umdrehen.
hatte ich ja schon mal, dass ich den hier eigentlich falsch rum beladen habe. Ups. Ich finde, der IWF, IMF, das sieht ein bisschen aus wie die alten John Deere, Massey Ferguson. IMT. IMT, genau. Sieht ein bisschen so aus. Wie die alten Massey Ferguson? Mhm. Ja. Alter, wie lange der braucht, bis der anläuft hier. Meiner braucht 2 Sekunden oder so. Oder noch nicht mal. Ja, bis er losgeht, wenn du auf Start drückst, auf Gas geben drückst. Das meine ich. Achso. John Deere braucht er voll ewig. Zumindest beim Anfang, beim ersten Mal. Also ich bin gleich fertig. Gut. Mit dem einen Feld. Mit dem einen Feld. Ich glaube, deine Zuschauer würden mal gerne mal sehen, wie du auch mal ansiehst. Das können wir gerne in der nächsten Folge machen. Mache ich das andere Feld. Dann dünge ich hier das Feld 1. Kannst du schon wieder düngen? Ja, ich habe ja vorher gedüngt. Diese Maschine hat ja keine Düngefunktion. Heißt aber nicht, dass du sofort wieder düngen kannst. Dachte ich. Also man könnte jetzt schon wieder düngen. Okay. Dachte, das geht dann nur nach der nächsten Wachstumsphase. Nee, wenn man direkt mit einer Düngung weiß, was ich meine. Nein. Düngefunktion, so heißt es. Dann kann man erstmal nicht düngen. Okay, aber separat geht? Ja. Aha. Gut zu wissen. Dann brauchen wir nur noch einen gescheiten Platz für die Sämaschine zum Abstellen. Ja, da wirst du doch sicher einen finden. Das weiß ich. So. Dann fahre ich mal gerade noch hier 5600 Liter Silage hoch. Unten ist auch noch Platz für die Sämaschine. Oder oben bei den. Pflug. Wo steht denn der Pflug? Nee. Ich meine hinten beim. Da wo das Mähwerk und so steht. Ja. So, rein da. Ha, diesmal klappt sogar direkt beim Abladen. Super. Krass. Doch, hier hinten ist noch Platz. Da würde ich dann gerne den Kalkstreuer reinstellen, wenn wir den haben. Ja, den haben wir noch nicht. Ja. Gut, die. Wir hatten übrigens den blauen Anhänger hier so stehen lassen. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich glaube, da war einer zu faul zum Aufräumen. Ach komm, ich gestehe. Ich kann kein Drehschirm fahren. Rückwärts. Dann wird's Zeit. Deine Challenge für die nächste Folge. Ach, da sitze ich stundenlang dran. Das wird man dann sehen. So, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like, Abo oder unten einen Kommentar da. Am besten alles. Und wir sehen uns morgen wieder, wie gewohnt, um 16 Uhr. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao.